Okay, so we start the second session. Damit beginnen wir dann die zweite Session. When Jesus had been walking with his disciples approximately 3 years. Als Jesus so etwa 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs gewesen war, he started to introduce to them. Begann er ihnen vorzustellen. The Holy Spirit. Den Heiligen Geist. And you can read that in John chapter 14, 15, 16. Und das kannst du lesen in Johannes Kapitel 14, 15 und 16. And I will not talk very much about it. Und ich werde da jetzt nicht so sehr lange drüber sprechen. But I just want to mention a few things. Aber einige Dinge will ich schnell erwähnen. Because the reason Jesus introduced and presented the Holy Spirit in such a way. Der Grund dafür, dass Jesus den Heiligen Geist auf diese Weise vorstellte, und ihn präsentiert hat, war, damit die Jünger den Heiligen Geist erkennen würden, sobald er dann käme. Und Jesus war zu der Zeit schon getauft im Heiligen Geist. And of course the disciples saw the Holy Spirit working through their lives. Und natürlich sahen die Jünger, wie der Heilige Geist am Werk war, auch durch ihre Leben. But it's one thing to see the Holy Spirit working through somebody else. Aber es ist eine Sache, dass du siehst, wie der Heilige Geist durch einen anderen tätig ist. And it's another thing to learn to know him personally. Und was anderes dann, ihn persönlich kennenzulernen. Now everything in our Christian faith. Jetzt ist es so, dass alles in unserem Glauben als Christen is personal. Dass es persönlich ist. The Father is personal with you. Der Vater hat persönlichen Umgang mit dir. The Son is personal with you. Der Sohn ist persönlich für dich da. And the Holy Spirit is personal with you. Und der Heilige Geist hat persönlichen Umgang mit dir. And so on the day of Pentecost. Und am Tag Pfingsten. When the Holy Spirit came, als der Heilige Geist kam, when he fell upon the 120, als er auf die 120 fiel, the disciples recognized, erkannten die Jünger, this is the Holy Spirit. Dies ist der Heilige Geist. And when they started to hear his voice, und dann fingen sie an, seine Stimme zu hören, they recognized, this is God. Und erkannten, das ist Gott. Now it's the same thing for you and me. Und für dich und mich ist es genauso. And therefore it's very important to read how Jesus is teaching about the Holy Spirit. Und daher ist es wichtig für uns zu lesen, wie Jesus über den Heiligen Geist sprach und lehrte. Because sometimes people can be very confused. Manchmal können die Menschen da ganz durcheinander sein an der Stelle. I have many times people coming to me. Häufig kommen Leute zu mir. And they said God spoke to me. Und sagen, Gott hat zu mir gesprochen. And then they say some more very bizarre things. Und dann kommt auf einmal irgendeine bizarre Sache. And I said, this is not God. Und dann sage ich, hallo, das ist nicht Gott. Yes, but he spoke to me personally. Ja, aber er hat persönlich zu mir gesprochen. I said, this is just your fantasy. Und dann sage ich, hey, das ist nur deine Fantasie. Because it's not the Holy Spirit speaking like that. Denn es ist nicht der Heilige Geist, der auf diese Weise redet. One thing you need to know about the Holy Spirit. Eins musst du wissen über den Heiligen Geist. Is that he is very gentle. Das ist, er ist sehr sanft. So when he speaks. Wenn er spricht, he will speak in a gentle way. Wird er auf sanfte Weise reden. He will never force himself on your life. Er wird sich dir und deinem Leben niemals aufdrängen. Now this is very important. Und das ist sehr wichtig. Now actually you are free always. Es ist so, dass du immer die Wahl hast, immer frei bist. To choose to follow God or not follow God. Du kannst entscheiden, Gott zu folgen oder es nicht zu tun. God wants you to follow him. Gott möchte gerne, dass du ihm folgst. But you can still choose not to follow. Aber dennoch kannst du wählen, ihm nicht zu folgen. Any one of you here. Jeder hier von uns. Can make a decision today. Kann heute die Entscheidung treffen. I leave God. Ich verlasse Gott. And he will not. Und er wird nicht. Force you back. Dich zurückzwängen. It doesn't work like that. So ist es nicht. So funktioniert es nicht. So, the Holy Spirit. Der Heilige Geist. Jesus introduced him. Jesus hat ihn vorgestellt. In John chapter 14. Let's read that. In Johannes 14 und das lesen wir. John 14, verse 16, 17. Vers 16 und Vers 17. I will go through verses here pretty quick now. Und ich gehe da mal ganz schnell durch die Verse jetzt. And Jesus is saying here, okay? Jesus spricht hier. I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. Ich werde den Vater bitten und ich werde und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him,
But you know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. What is Jesus saying here? Was ist es, das Jesus hier sagt? He is saying, he will send another comforter. Er sagt, er wird einen anderen Beistand senden. Now, when the disciples were walking with Jesus, und als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, Jesus was their comforter. War Jesus ihr Beistand, ihr Tröster. The word comforter, das Wort Tröster, is also helper, ist auch Helfer, and it's the word parakletos, the Greek word. Griechische Wort Parakletos. And it means somebody that is called by your side. Das ist jemand, der herbeigerufen ist an deine Seite. To assist you with his help, with his power, um with his. Dir mit seiner Hilfe zur Hand zu gehen, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten. So this is what the Holy Spirit wants to be with you. Das ist, was der Heilige Geist für dich sein will. And Jesus also say. Und Jesus sagt auch. He's the Spirit of Truth. Er ist der Geist der Wahrheit. And he's repeating that in John chapter 16. Und das wiederholt er in Johannes 16. And it's very important to know that he is the Spirit of Truth. Und es ist für uns wichtig zu wissen, dass er der Geist der Wahrheit ist. And that he will lead you into the whole truth. Und dass er dich in die ganze Wahrheit führt. Now what is the truth? Was ist die Wahrheit? The truth is the Bible. Die Wahrheit ist die Bibel. Amen. Amen. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. The word is the truth. Das Wort ist die Wahrheit. So the Holy Spirit will lead you into the word. Der Heilige Geist wird dich also in das Wort hineinführen. So it will not be like I heard one American minister saying some time ago. Wird nicht so sein, wie ich einen amerikanischen Prediger sagen hörte vor einiger Zeit. He said, "Now you have to excuse me." Er sagte, du musst mich entschuldigen. I'm going to share you something. Ich werde euch etwas sagen. That is not confirmed in the word. Das ihr nicht als im Wort bestätigt findet. The Holy Spirit told me this and this. Der Heilige Geist hat mir dies und dies gesagt. He said it's not in the word. Er sagte, es steht nicht im Wort. But we have gone up outside, gone beyond the word. Aber wir sind über das Wort jetzt hinausgegangen. If somebody said like that, wenn jemand das sagt, stand up and walk out of the building. Stehst du auf und gehst raus aus dem Gebäude. It's not the truth. Das ist nicht die Wahrheit. Because the Holy Spirit always leads you into the scripture. Denn der Heilige Geist führt dich immer in die Schrift. You cannot separate them. Die kannst du nicht trennen. Therefore, like I said before, und deswegen, wie ich schon zuvor sagte, wenn du sagst, der Heilige Geist hat mich geführt, ich soll meinen Mann verlassen und einen anderen heiraten, I'm sorry. Das tut mir sehr leid. Not the Holy Spirit. Das ist nicht der Heilige Geist. You have problem. Dann hast du ein Problem. And you try to make God telling you certain things. Du versuchst Gott dahin zu bewegen, dass er dir irgendwas sagt, was du gern willst. But God will always say, aber Gott wird immer sagen, I hate divorce. Ich hasse Scheidung. So it works like that. So etwa ist es, so geht es. Problem, so don't also es ist jetzt nicht dein Problem. Falls es das sein sollte, nimm es jetzt erstmal nicht persönlich. But the Holy Spirit is the Spirit of Truth. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. And then it says in John chapter 16, und dann heißt es in Johannes 16, verse 7, in Vers 7 till verse 13, bis Vers 13. Jesus is then making things very clear for the disciples. Jesus legt die Dinge den Jüngern sehr klar vor. For the disciples. Den Jüngern. Oh, sorry. And by now I start to understand. Und da haben sie dann schon angefangen zu verstehen. Jesus will not be with us. Jesus wird nicht mehr bei uns sein. Anymore. Nicht länger. He gonna leave us. Er wird weggehen von uns. And they start really to become depressed. Und das hat angefangen, die wirklich zu bedrücken. We left everything. Wir haben alles verlassen, to follow him, um dem zu folgen. And soon he will not be here. Und bald ist er nicht mehr hier. So what about us? Was ist denn mit uns? And then Jesus said, und dann sagt Jesus, it is good for you. Es ist gut für euch. It is good for you. Es ist gut für euch. That I leave you. Dass ich fortgehe. Because von if euch. I don't leave you, denn wenn ich euch nicht allein lasse, then I cannot send the Holy Spirit. Kann ich den Heiligen Geist nicht zu euch senden. So, also, the life together with the Holy Spirit, das Leben gemeinsam mit dem Heiligen Geist, according to the scripture, gemäß der Bibel, is much better. Ist viel besser. Than the life that the disciples had with Jesus. Als das Leben, das die Jünger gemeinsam mit Jesus hatten. If you can compare that. Wenn man das so im Vergleich stellt. So in that way we are in a very good position. In der Weise sind du und ich in sehr guter Position. And Jesus said in chapter 14. Und Jesus sagte in Kapitel 14. He said he is around you. Er sagte, er ist um euch herum. And that is talking when he was talking to the disciples then. Und da hat er natürlich zu der Zeit zu den Jüngern gesprochen, das da gemeint. Because as long as Jesus was there, the Holy Spirit was with them. Denn solange Jesus da war, war der Heilige Geist nur bei ihnen. Because the Holy Spirit was upon Jesus. Denn der Heilige Geist war auf Jesus. But he said, but he will be in you. Aber er sagte, aber er wird in euch sein.
So this was very important for the disciples to understand. Und dies war also wichtig, dass die Jünger das verstanden. The same is important for you and me. Und in der Weise ist es auch wichtig für dich und mich, as zu verstehen. Said on the first session, wie wir eben in Session 1 sagten. The Holy Spirit will be in you. Der Heilige Geist wird in dir sein. And in chapter 16, verse 7 to 13, und in Kapitel 16, Verse 7 bis 13, Jesus also says, sagt Jesus auch, he will convict you about sin. Er wird euch von Sünde überführen. He will convince the world about sin and unrighteousness. Er wird die Welt überzeugen über Sünde und Ungerechtigkeit. Why is that important to understand? Und warum ist es wichtig, das zu verstehen? It's because when the Holy Spirit says something, denn wenn der Heilige Geist etwas sagt, there is always coming holiness together with that. Damit kommt immer Heiligkeit. He will not tell you, er wird dir nicht sagen, something stupid, irgendetwas ganz Dämliches, that will cause unclean things to come on your life. Das bewirken wird, dass Unreines in dein Leben hineinkommt. That is not the Holy Spirit. Das ist nicht der Heilige Geist. The Holy Spirit, der Heilige Geist, will convince you and me, wird dich und mich überführen, about sin, im Blick auf Sünde, and about righteousness, und Gerechtigkeit. That's why when some people say sometimes. Und daher, wenn manche so manchmal was sagen. I hear people say. Oh, ich höre, wie die Leute so sagen. Oh, the Holy Spirit spoke to me. Oh, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. And we did this and this and this. Und ihr habt das gemacht und das und das und das. And you look at it. Und dann schaust du dir das and an. I'm thinking, und ich denke. That's not the Holy Spirit that I hear. Das ist nicht der Heilige Geist, den ich höre. Because when I hear the Holy Spirit. Denn wenn ich den Heiligen Geist höre. And I do what he says. Und das mache, was er sagt. Holiness comes to my life. Kommt Heiligkeit in mein Leben hinein. Fear of God comes to me. Furcht Gottes kommt in mein Leben. Fear of God is very healthy. Und Gottes Furcht ist sehr gesund. Amen. We'll come to that later. Da kommen wir noch hin. Now this is very important to understand. Aber es ist wichtig, das zu sehen. And then Jesus introduced the Holy Spirit. Und dann stellte Jesus den Heiligen Geist vor. As our teacher. Als unseren Lehrer. And our guide. Unseren Führer. Now this is important to know. Es ist wichtig, das zu wissen. Because, let's say, denn sagen wir mal, I'm your teacher now. I am your teacher, ich yes. wäre euer Lehrer, das bin ich jetzt nur noch gerade. I'm teaching you something you know, okay? Ich lehre euch etwas, ja, but if von dem I would ich be weiß. Standing in front of you, aber wenn ich jetzt vor euch stünde, the guys here invited me, die Jungs hier haben mich eingeladen, talk about hearing the voice of God, ich soll darüber reden, die Stimme Gottes zu hören. And I would stand here, und ich würde hier stehen looking at you. Und ich würde euch ansehen. The first minute would be very interesting. Die erste Minute wird noch interessant. After 5 minutes, aber nach 5 Minuten, some of you guys will start to feel a bit uncomfortable. Würden einige von euch sich unwohl fühlen mit damit. After 20 minutes, nach 20 Minuten, the leader team here will tell me to go out. Würden die Leiter mir sagen, ich sollte yes, go away, go einfach out. Verschwinden, raus mit dir. And never come back. Und komm du nicht wieder. We invited you here to teach. Wir haben dich eingeladen, dass du uns unterrichten und lehren if sollst. You're gonna teach us, wenn du uns was beibringen willst, you need to communicate. Dann musst du kommunizieren. Come on. Hallo. You need to speak. Da musst du reden. Because the teacher, denn ein Lehrer, speaks. Der spricht. The Holy Spirit, der Heilige Geist, is our teacher. Ist unser Lehrer. The Holy Spirit, der Heilige Geist, speaks. Redet. He has a voice. Er hat eine Stimme. When you study the Book of Acts, wenn du die Apostelgeschichte durchforschst, you will see, dann wirst du sehen, not so many occasions, bei nicht so vielen Gelegenheiten, but in quite a few occasions, aber doch hin und wieder mal, you will hear, see, God speaks to individuals. Kannst du sehen, wie Gott da zu Einzelnen redet. And he speaks in different ways. Und er spricht auf unterschiedliche Weise. Sometimes he sends an angel. Manchmal sendet er einen Engel. Sometimes it says the Spirit of Jesus is speaking. Manchmal heißt es, dort redet der Geist Jesu. Sometimes it says the Holy Spirit speaking. Manchmal heißt es, es ist der Heilige Geist, der spricht. I mean, it's different ways. Es ist auf unterschiedliche Weise. I don't have time now, jetzt habe ich nicht im Moment die Zeit, go through all those things, durch all diese Ereignisse zu gehen, even though it would be very interesting. Auch wenn das wirklich interessant wäre. So I choose to just talk about two ways. Darum habe ich mir jetzt zwei Wege oder Weisen ausgesucht, I have learned through 35 years of ministry, die ich kennenlernen durfte in 35 Jahren dienen vor Gott, mit Gott. That it works. Und bemerkt habe, es funktioniert. How God is speaking. Das ist die Art und Weise, wie Gott redet. The number one way. Weg Nummer eins. Please take a note. Jetzt solltest du was aufschreiben, das wäre gut. The number one way. Weg Nummer eins. That most of the Christians forget. Und das ist so, dass die meisten Christen dies vergessen. And most of the Christians
when you say it, und die meisten Christen, wenn du das anbringst, they will say, okay, yeah. Sagen die, ja, okay. Because they don't really understand. Weil die nicht wirklich verstehen. I'll tell you one story. Wie es läuft. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen. I'm gonna be personal with you. I hope it's okay. Ich werde jetzt sehr persönlich. Ich hoffe, das geht klar mit euch. Because I can only talk about what I live. Weil ich kann ja nur über das reden, was ich selber durchlebe. I never talk about things I just read in a book. Ich rede nie über Sachen, die ich nur bei einem anderen Buch gelesen habe. I need to know before I say to you that it works. Bevor ich dir davon erzähle, muss ich selber wissen, dass das funktioniert. So I told you about me dancing in the forest. Ich hatte euch erzählt von mir, wie ich da im Wald war und tanzte. Didn't work. Hat nicht funktioniert. But some month later, aber einige Monate später I ended up in a meeting like this. Landete ich an einer Veranstaltung ähnlich zu dieser. And, the man who should speak, und der Mann, der da eigentlich reden sollte, was an older man, das war ein älterer Mann. Like me. So etwa wie ich jetzt. Actually was even older. Der war sogar noch älter. And he wanted to teach us, und der wollte uns lehren, how to hear the voice of God. Wie man Gottes Stimme hört. So I was so desperate to receive his teaching. Und ich war so hungrig. Ich wollte das hören, was er zu sagen hatte. And he was talking very, he was happy guy. Und der war sehr fröhlich, der war gut drauf. And he said, I want you to know. Und er sagt, ich will, dass ihr wisst. The number one way God is speaking to you. Der oberste Weg, wie Gott zu euch redet. And I took notes. Und ich habe mir das notiert. Number one. Nummer 1. I trusted him because he was reliable. Ich habe dem vertraut, denn er war, he was reliable. Er war verlässlich. The number one way he speaks. Der Weg 1, wie Gott redet. Is through his book. Ist durch sein Buch. Und ich guckte genauso enttäuscht wie einige von euch jetzt gerade. Ich habe ihn angeschaut. War das schon alles? Und ich dachte, Junge, der ist eine Zeitverschwendung. Und dann gab er mir eine Bibelstelle. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist ein Licht vor meinen Füßen, ein Leuchte auf meinem Pfad. Eine Leuchte für meine Füße, ein Licht auf meinem Weg. Und ich habe mir das angehört. Ich hatte das schon mal gehört. Aber habe ich gedacht, was bedeutet das eigentlich? Feet, path. Füße, Pfad. Path, you walk. Ein Pfad, den gehst du. Feet, Füße, you use when you walk. Die benutzt du, wenn du gehst. So the word, sein Wort, das Wort, is leading me. Leitet mich. So if it leads me, wenn es mich führt, it must speak to me. Dann muss es ja zu mir sprechen. And he was talking quite long time about und dann hat er recht lange darüber geredet. Had a lot of examples. Er hatte auch jede Menge Beispiele. And I started to get faith for it. Und ich begann Glauben zu bekommen dafür. Maybe this is the key. Ich habe gedacht, hey, das könnte der Schlüssel sein. Maybe God will speak to me through vielleicht wird his Gott book. Tatsächlich zu mir reden durch sein and Buch. He said something, und dann sagte er etwas, that I never forget. Das ich nie vergessen werde. He said, er sagte, this book dieses Buch is not an ordinary book, ist kein gewöhnliches Buch. It's the word of God. Es ist Gottes Wort. The word of God, das Wort Gottes is eternal. Ist ewig. It's alive. Es ist lebendig. Alive. Lebendig. Alive. Lebendig. Always. Und immer. Alive. Lebendig. So he said, even today. Er sagt auch heute. Thousands of years after it's written. Tausende Jahre nachdem das geschrieben wurde. It's still full of revelation. Es ist noch immer voller Offenbarung. And then he looked at us. Und dann blickte er uns an. And he said, you young guys. Und sagte, ihr jungen Leute. I'm gonna give you 1 hour. Ich gebe euch jetzt eine Stunde. We take a break. Wir machen hier eine Pause. You take your Bible. Nimm du deine Bibel. You walk away. Und dann gehst du ja weg. You take your Bible, you say to God. Du nimmst deine Bibel und sagst zu Gott. Speak to me. Rede zu mir. I never forget it. Das werde ich nicht vergessen. I looked at him. Ich schaute ihn an. How will that work? Wie wird das denn werden? So I took my Bible. Also nahm ich meine Bibel. And I walked out. Und bin rausgegangen. Was sitting outside. Und saß dort draußen. I didn't want to be with anybody. Ich wollte bei keinem anderen da sein. And I put the book. Und ich nahm das Buch. On a stone. Legte es auf einen Stein. And I said to God. Und ich habe zu Gott gesagt. God. Gott. You know what he said. Du weißt, was der gesagt hat. He said you will speak to me. Er hat gesagt, du wirst zu mir reden. Please do it. Bitte mach es. And listen. Und hör mal.
And then I hear. Und dann höre ich not the audible voice, keine hörbare Stimme, but something whispering to me. Aber etwas, das mich anflüstert. He said, er sagte, go to the book of Isaiah. Geh zum Buch Jesaja. And he gave me the chapter. Und nannte mir ein Kapitel. And the words. Und ein Vers. He gave me five verses. Gab mir fünf Verse. From verse there to there. Von Vers da bis dort. And I was like, und ich dachte, so, excuse me, what did you say? Und ich habe gesagt, Entschuldigung, was hast du gesagt? And he said the same thing. Und er hat es wiederholt. I didn't know the Bible at that time. Und zu der Zeit kannte ich die Bibel noch nicht. So I opened it up. Also habe ich die geöffnet. In the beginning. Und zwar ganz vorne. Book of Isaiah. Buch Jesaja. Page. Seite 715. And then I read it. Und dann habe ich es gelesen. That changed my life. Und das hat mein Leben verändert. What I read, das, was ich las, came like fire. Kam wie Feuer. And it spoke straight into my life. Und sprach geradewegs hinein in mein Leben. I was shocked. Ich war schockiert. I put down the Bible. Ich habe die Bibel runtergelegt. I ran away. Ich bin weggelaufen. And I said, und sagte, God is in the book. Gott ist in dem Buch. God is in the book. Gott ist in dem Buch. That changed my life. Und das hat mein Leben verändert. After that, und danach I read the Bible in a different way. Habe ich die Bibel in anderer Art und Weise gelesen. And after that, und danach when I need direction, jetzt, wenn ich Führung suche, I say to God, sage ich zu Gott, speak to me. Sprich zu mir. Many times, häufig speaks from the scripture. Spricht er zu mir durch die Schrift. I'll tell you one interesting example. Ich gebe dir ein interessantes Beispiel. Vielleicht habe ich das hier schon erzählt, ich weiß es nicht. Ich war schon zweimal vorher bei euch. Ich war also wirksam in vielen verschiedenen Ländern, okay? Ich hatte euch erzählt von Albanien. Falls noch nicht, kannst du mein Buch kaufen, da kannst du die Story lesen. Wir waren der erste Dienst, der dann nach Albanien ging. Das war in den 80ern, als noch alles unter sehr starkem kommunistischem Einfluss war. Und verschlossen. Und für uns hat Gott die Nation geöffnet. Und wir haben dem ganzen Land gepredigt übers Fernsehen. Dort. Und danach haben wir Gemeinden überall gestartet und Gottes Bewegung gesehen. Und nach einigen Jahren, das war also Anfang der 90er dann, fuhr ich mit dem Auto so durchs Land. And I was looking on a field. Und ich schaute die Felder an. And there was farmers plowing the field. Und da waren Ackerbauer, Farmer, die waren da und pflügten. And I saw they were using so old tools. Und ich sah, wie die so alte Werkzeuge gebrauchten. I was looking, I felt so sorry for them. Und ich schaute dazu und es tat mir sehr leid, weil die so schwer arbeiten mussten. And I hear a voice. Und dann höre ich eine Stimme. And he said, und er sagte, start up an agriculture project. Beginn ein agrikulturelles Projekt. I'm not a farmer. Jetzt bin ich kein Bauer. I know nothing about that. Ich habe gar keine Ahnung da bezüglich. But it came back, start an agriculture project. Aber es kam nochmal, start ein Agrarkulturprojekt. Okay. Okay. So I went back to my base. Dann bin ich zurück zu meiner Basis gefahren. I met with the leader team. I was one of them. Und traf die Leiter und ich war einer von denen. And I said, I believe God is saying, und ich habe gesagt, ich glaube, dass Gott spricht. Start up an agriculture project in Albanien. Beginnt ein landwirtschaftliches Projekt in Albanien. And the other guys looked at me. Die anderen Jungs guckten mich an. Yeah, it's good. Ja, ist gut. I said, okay. Sagst du, na gut? He said, yeah, yeah, we agree. Ja, die sagten, jo, da stimmen wir überein. So I said, what next? Dann habe ich gesagt, was machen wir dann als nächstes? They looked at me and said, und die haben mich angeschaut und sagten, God didn't tell us. Gott hat es ja nicht uns gesagt. He told you. Er hat es dir gesagt.
I said, I don't know anything about agriculture projects. Ich weiß gar nichts über Landwirtschaftsprojekte. And they looked and said, we don't know anything either. Und dann haben sie mich angeschaut und gesagt, wir wissen auch gar nichts. But you go ahead and start it. Aber du kannst anfangen, du geh voraus und mach so es. I called, because we had missionaries at that time in Albania. Wir hatten zu der Zeit Missionare in Albanien. So I called them, okay, we have green light. Also habe ich dort angerufen und habe gesagt, okay, wir haben grünes Licht. We start up an agriculture project. Wir starten ein Landwirtschaftsprojekt. Just do something about it. Macht einfach was damit. A couple of days later, ein paar Tage später, they call me. Haben sie mich angerufen. Said, Bengt, sie sagt, Bengt, we got good news. Wir haben gute Nachricht. I said, what good news? Sie sagte, was denn gute Nachricht? You will have a meeting. Du wirst ein Treffen haben. With the government. Mit der Regierung. Where you can present agriculture project. Und du da kannst dort das Landwirtschaftsprojekt vorstellen. You must come down next Tuesday. Du musst nächsten Dienstag zu uns kommen. I said, what? Ich sagte, was? So I go down. Also bin ich hinuntergeflogen. And they are so excited meeting me at the airport. Und die waren so begeistert, mich dort zu treffen am Flughafen. They give you 30 minutes. Und sie sagten, 30 Minuten wirst du haben. Tomorrow morning it will happen. Morgen früh wird es sein. This is a breakthrough. Das ist ein Durchbruch. I said, yes. Und ich sagte, ja. But I don't have an agriculture project. Aber ich habe kein Agrarprojekt. So I went to my hotel. Und dann bin ich in mein Hotel. And I stopped praying. Und habe angefangen zu beten. And I cry out to God. Und dann habe ich zu Gott gerufen. I said, God, you told me. Ich sagte, Gott, du hast mir gesagt. And tomorrow has to be there. Und morgen muss es dann da auch abgeliefert werden. What we do? Was werden wir machen? And he gave me a scripture. Und er gab mir eine Schriftstelle. In the Old Testament. I will not tell you where. Im Alten Testament. Jetzt sage ich dir nicht wo. Because I don't want you to use that. Weil ich will nicht, dass du da das gebrauchst und versuchst dasselbe zu machen. He gave me a scripture. Er gab mir eine Bibelstelle. 10 verses. 10 Verse. I opened it up. Ich habe das geöffnet. And when I read it. Und als ich es las. I was shocked. War ich schockiert. This is an agriculture project. Das ist ein Agrarprojekt. 1200 years ago. Vor 1200. No, 2500 years ago. 2500 Jahre schon her. It was written, da wurde es geschrieben. An agriculture project, ein Agrarprojekt. In the Old Testament. Im Alten Testament. So I wrote down number one, two, also habe ich mir das aufgeschrieben. Six, seven, eight, nine, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Perfekt. I went to bed. Bin ins Bett gegangen. And the next morning, am nächsten Morgen I go to the government building, bin ich zum Regierungsgebäude. And the Minister of Agriculture is there. Und der Agrarminister ist da. And some other important guys. Und ein paar andere wichtige Menschen. And they introduce themselves. Und die haben sich vorgestellt. They said, Mr. Wedemann, you're very welcome. Sie haben gesagt, Herr Wedemann, herzlich willkommen bei uns. We are so happy that you can present this now. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns dies vorstellen möchten. I said, I'm happy too. Ich sagte, das freut mich auch. So I present for 30 minutes. Also habe ich 30 Minuten lang präsentiert. 10 points. 10 Punkte. From the Old Testament. Aus dem Alten Testament. And I'm a little bit nervous. Und bin ein wenig nervös. And after 30 minutes, und nach 30 Minuten I look at them. Schaue ich sie an. And the minister said, und der Minister sagt, thank you, sir. Sagte, danke, Sir. And then they speak Albanian for a while. Und dann reden die eine ganze Weile auf Albanisch. And then he stand up, und dann steht er auf, and he come to me, kommt zu mir, and he says, und er sagt, we all agreed, wir sind alle einig, that this is a perfect project for dass our country. Dies ein perfektes Projekt ist für unser Land. Very detailed, very works perfectly well into our culture. Sehr detailliert, es funktioniert richtig gut bei uns in unserer Kultur. And I want to say from my side, und er sagte, was mich betrifft, möchte ich gerne dazu sagen. I'm so pleased to work with a professional like yourself. Es ist solch eine Freude, mit professionellen Menschen zu arbeiten, wie ihn. I was looking at him. Und ich habe ihn angeblickt. I said, great. Und ich sagte, ja, gewaltig. I'm very happy too. Es freut mich auch sehr. And then, und dann they gave us a field, haben sie uns ein Feld gegeben, that we could use, das wir gebrauchen konnten. And what happened was, und was dann geschah war, listen him, jetzt hör. I came back to Sweden. I had my office there. Kam zurück nach Schweden, da war mein Büro. And the day after I came back home, und am Tag danach, als ich jetzt zurück zu Hause wieder we war, didn't tell this to anyone, und wir hatten das niemandem erzählt, because we don't want to say things before it happened, weil wir wollen nicht Sachen sagen, bevor es dann tatsächlich passiert, okay? But the day after, aber am Tag danach, somebody is knocking on my office door. Klopft jemand bei mir an die Bürotür. And outside, und da draußen, a happy Norwegian man is standing. Steht ein fröhlicher Norweger. With a cap and happy. Der hat eine Mütze auf und ist sehr fröhlich. He said, hello. Er sagt, hallo. I said, hello. Ich sag, hallo.
He said, "Can I come in?" Er sagt, darf ich rein? Of course, come in. Ja, selbstverständlich, komm rein. And then he looks at me. Dann guckt er mich an. And he said, "Do you have an agriculture project?" Er sagt, hast du ein Agrarprojekt? That you need help with? Wo du Hilfe brauchst? I look at him. Ich habe ihn angeblickt. How do you know? Woher weißt du das? He said, "I'm a farmer from Norway." Er sagte, ich bin Bauer aus Norwegen. Last month. Letzten Monat. I was plowing my field. Habe ich mein Feld gepflügt. I was sitting on my tractor. Ich saß auf meinem Trecker. And I hear God speak to me. Und ich höre, wie Gott redet. And he said, und er sagte, "You must sell your farm. Du musst deine Farm verkaufen. You're gonna move to another country. Du wirst in ein anderes Land ziehen. You're gonna help with an agriculture project. Und du wirst helfen in einem Agrarprojekt. You must go and visit Bengt. Und du musst hingehen und Bengt aufsuchen. In his office, and he gave my address. In seinem Büro und gab meine Adresse. I was looking at him. Oh, und ich habe den angeschaut. Are you real? I had to feel. Ich musste erst mal anfassen. Ist der wirklich echt? Gibt's den? And I said, we have an agriculture project coming up. Und ich habe gesagt, ja, es entsteht gerade ein Agrarprojekt. In Albanien. In Albanien. He said, I go then. Er sagt, da fahr ich hin. Can I go tomorrow? Kann ich morgen fliegen? I said, sure. Ich sagte, na klar. I'll send you there. Ich schicke dich dahin. I want you to have a look. Ich möchte, dass du es anschaust. He fly down. Er ist hinuntergeflogen. And by this time, und bei der Zeit we had already bought an old tractor. Hatten wir schon einen alten Traktor gekauft. A Mercy Ferguson, ein Mercy Ferguson 1957. Aus dem Jahr 1957. It's a very old tractor. Das ist ein echt alter Traktor. It's a veteran auto. Es ist, ja. Veteran, ein wirklich altes Ding. And he was standing there on the field. Und der stand jetzt da auf dem Feld. And when a mission, when the Norwegian man und als dieser Norweger he looked at the field, sich das Feld anschaute, he looked at the tractor, guckte der auf den Träger and he started to weep. Und fing an zu weinen. And a missionary who is with him, und unsere Missionare, die ihn da begleiteten, they think he is so depressed because it's such an old tractor. Die denken, der ist jetzt so bedrückt, weil der Trecker so alt ist. But he says to them, aber er sagt ihnen, you don't understand this. Er sagt, ihr versteht das nicht. And he told his story. Und dann erzählte er seine Geschichte. Listen to this. Das musst du dir auch anhören. He said, when I was 8 years old, er sagte, als ich 8 war, my parents took me to a chapel. Haben meine Eltern mich zu einer Kapelle mitgenommen. And one night, eines Abends, there was missionaries from Africa. Waren dort Missionare aus Afrika. And they showed a slideshow. Und sie haben eine Diashow gezeigt. Pictures. Bilder. About their work. Über ihre Arbeit dort. And one picture. Und ein Bild. Was on a tractor. War auf einem Traktor. Red Massey Ferguson, 1957. Ein roter Massey Ferguson aus dem Jahr 1957. And when I saw that picture, und als ich das Bild sah, I heard a voice, hörte ich eine Stimme, speaking to me, die zu mir sprach. And that voice said, und diese Stimme sagte, one day you will become a missionary. Eines Tages wirst du Missionar werden. One day you will become a missionary. Eines Tages wirst du Missionar werden. And he said, und er sagte, now I'm standing here, jetzt stehe ich hier, I see the same tractor, und ich sehe denselben Traktor. I will move with my family here. Ich werde mit meiner Familie hierher ziehen. He moved down with his family. Er zog dorthin mit seiner Familie. And the first year, und das erste Jahr, the harvest, da war die Ernte, of the crop was amazing. Einfach unglaublich. We had a big field, wir hatten ein großes Feld, and beside us were the Muslims. Und neben uns waren die Moslems. And they had their field. Die hatten ihr Feld. The same soil, der gleiche Boden, but our crops, aber unser Gemüse war im Überfluss. And their crops, und deren Ernte rubbish, war Schrott. It's true. I pictures. Das ist wahr, ich kann das mit Bildern belegen. So the Muslims come over, und dann kamen die Moslems rüber to this farmer from Norway, zum Bauern aus Norwegen. And he says, what's the difference? Und sie haben gefragt, was ist los, wo ist der why Unterschied? Are your field so good? Wieso ist euer Feld so gut? And he's very simple man. Und er ist ein sehr einfacher Mann. He said it's simple. Er sagt, es ist ganz einfach. You pray to Allah.
Ihr betet zu Allah. Your field is cursed. Euer Feld ist verflucht. I pray to Jesus. Ich bete zu Jesus. My field is blessed. Mein Feld ist gesegnet. You know what happened? Weißt du, was passiert ist? The Muslims became Christians. Die Moslems wurden Christen. And he started a church. Und er hat eine Gemeinde gestartet. And today, heute, still today, noch heute, this is one of the largest church in Albania. Ist dies eine der größten Gemeinden in Albanien. It's in a small area, in einer kleinen Gegend. Out with a lot of farmers. Da gibt's viele, viele Bauern drumherum. Why I'm telling you that? Wieso erzähle ich das? I find that story very fascinating. Für mich ist das eine sehr faszinierende Geschichte. Because you see, it works like this. Dann siehst du, genau so verhält es sich. When God speaks to you, wenn Gott zu dir redet, you know, there's always something coming after that. Weißt du, da kommt immer noch was nach. You see, I believe in what we say spiritual chain reaction. Ich glaube an das, was wir eine geistliche Kettenreaktion nennen. The Holy Spirit tells you to do one thing. Der Heilige Geist trägt dir auf, eine Sache zu tun. And then that leads to something else. Und dann führt dies zu etwas anderem. And that will lead to something else. Und das führt zu einer nächsten Sache. And there is no limits. Und es gibt keine Beschränkung. There are no limits. Keine Grenze. For what God can do. Für das, was Gott tun kann. He needs obedience. Er braucht Gehorsam. And when you open that door, as I told you, und wenn du, wie ich schon sagte, die Tür öffnest, you allow him to speak into you, dann erlaubst du ihm, zu dir zu reden. And you do it, und das machst du. Then things will take off. Dann heben die Dinge ab. That's why the devil, deswegen is so nervous, ist der Teufel so nervös about you, sehr gut, über dich, listening to God. Wenn du Gott zuhörst, so the number one way, damit ist der oberste Weg, is through the scripture, durch die Schrift. Very important to know. Das ist so wichtig zu wissen. Don't do like this. Und jetzt mach du nicht sowas. God speak to me. Gott rede zu mir. And Judas, he went and hanged himself. Und Judas ging und hängte sich auf. You go and you do the same. Geh du hin und mach dasselbe. No, that's not the word of God. Nein, das ist nicht Gottes Wort. Very important. Wichtig. The second way. Weg Nummer 2. And this is a little more tricky. Und das ist noch etwas mehr tricky. Was übersetzt man das denn? Tückisch. A little bit more difficult. Ein wenig schwieriger. And when you talk about this, und wenn du hierüber redest, it's very delicate. Ist es sehr delikat. You cannot just say, du kannst da nicht einfach sagen, it's like this and this and this. Es ist so oder so und so. Go ahead and do it. Jetzt geh hin und mach es auch. Because it takes practice. Weil das braucht Übung. And it's a lifestyle. Und es ist ein Lebensstil. You see, anything you do, anything you learn in the kingdom of God, also alles, was du in Gottes Reich tust und lernst, will be there forever in your life. Wird für immer in deinem Leben sein. It's an art. Es ist eine Kunst, to hear the voice of God, die Stimme Gottes zu hören, to hear the voice of the Spirit, die Stimme des Geistes zu vernehmen. Sometimes that expression, dieser Ausdruck manchmal, has gone to a point when there is inflation in the words. Ist an den Punkt gekommen, wo es Inflation gibt von diesen Worten. Ja, jeder redet darüber. When people say, insbesondere wenn die Leute sagen, some people come and say, manche Leute kommen und sagen, oh, God spoke to me. Oh, Gott hat zu mir gesprochen. Go to China. Fahr nach China. Great. Ja. Super. And they want me to pray for them. Und dann wollen sie, dass ich für sie bete. So I pray for them. Also bete ich für die. Next time I come back, und das nächste Mal, wenn ich dann wiederkomme, if it's in a church, wenn das in einer Gemeinde war, I see the same people. Sehe ich dieselben Leute. I said, und dann sage ich, what did happen to China? Was ist mit China passiert? Oh no, God spoke again. Oh nein, 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 Gott hat nochmal gesprochen. Now he said, go and start a business in Belen. Er sagte, starte eine Firma in Belen. Oh really? Ach, tatsächlich. So he changed his mind. Gott hat sich's anders überlegt. You need to know this. Und jetzt musst du wissen, God never changes his mind. Gott überlegt es sich nie anders. God will not say one thing. Gott wird nicht eins sagen. And ah, I made it. Und er sagt, ich habe einen Fehler gemacht. I was a bit tired. I'm sorry. Ich war etwas müde geworden. Entschuldigung. I took the wrong person. Ich habe die falsche Person getroffen. It was another one. Eigentlich betraf das hier ganz viel anders. No, no. Nein. And therefore when prophets, und daher, wenn Propheten, I believe in the ministry of prophets. Ich glaube an den Dienst des Propheten. I sometimes stand in that ministry. Manchmal stehe ich selber in dem Dienst. And I prophesy sometimes. Und manchmal prophezei ich.
But I'm quite cautious. Aber ich bin sehr vorsichtig. It's one thing to say, es ist eine Sache zu sagen, God loves you. Gott liebt dich. I can say that because I know. It's das kann ich sagen, weil ich weiß, es steht in der Schrift. I can say God is with you always. Ich kann sagen, Gott ist immer bei dir. I'm in good balance. I mean, da bin ich in echt guter Balance, das ist so klar. You know, I can say God wants you to prosper. Ich kann sagen, Gott will, dass du wohlergehen hast. Of course, I know. Ja, selbstverständlich, weiß I can ich say God wants to heal you. Ich kann sagen, Gott will dich heilen. Yes, I know. Ja, klar. Because it's written in the scripture. Das alles steht in I der can Schrift. Say all those things, ich kann alle diese Dinge and sagen. I can say, so says the Lord. Und kann dazu sagen, so spricht der Herr. It's a prophetic word. Dann ist es ein prophetisches Wort. But you already knew, right? Aber das hast du schon gewusst. But it's still prophetic. Es bleibt aber prophetisch. It's encouraging. Es ist ermutigend. But if I would say, aber wenn ich sagen würde, so says the Lord, so spricht der Herr. I'll be careful now. Und da passe ich schon gleich auf. I say, this is a person. Ich sag mal, diese Säule hier, so die nehmen wir jetzt Lord, mal. So spricht der Herr. I'm sending you to Dagestan. Ich sende dich nach wohin? Dagestan? Dagestan. Wo ist das denn? Dagestan. Dagestan. He's not talking to you. He's sending you. That's the thing. I'm sending Gott you to Dagestan. Ich sende dich nach Dagestan. When you come to Dagestan. Und wenn du dahin kommst, you will meet a man. Wirst du auf einen Mann treffen. With a big mustache. Mit einem riesen Schnurrbart. Bigger than yours. Größer als deiner. Big mustache. Ein sehr großer Schnurrbart. And his name. Und dessen Name ist Arthur. Ist Arthur. And when you meet him. Und wenn du Arthur triffst, he will. Wird er. Tell you dir sagen, what to do next. Was du als nächstes zu tun hast. No, you know, I have had prophecies like that. Weißt du, solche Prophetien habe ich bekommen. But you don't go out and give those prophecies all the time. Aber man läuft nicht durch die Gegend alle Zeit und verteilt solche Prophetien. You are very cautious. Da ist man sehr sorgfältig. And if somebody say that to me, und wenn jemand mir so ein Wort bringt, I'm not saying Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dann sage ich nicht Halleluja, Halleluja, Halleluja. I'm looking at them. Sondern ich gucke mir den an. Okay. Okay. I write it down. Ich schreibe es mir auf. And then I go and pray. Und dann gehe ich und bete. And I check it. Und ich checke es. Holy Spirit. Heiliger Geist. Is that you? Bist du das? The prophets today. Die Propheten heute. Are not Old Testament prophets. Das sind keine alttestamentlichen Propheten. The Old Testament prophets. Die Propheten des Alten Testamentes. Had an authority. Hatten eine Autorität. To speak, they were oracles of God. Zu sprechen, das war Orakel, das war wie der Mund Gottes, der redet. And there, it was only them, the priests and the kings. Und es waren nur sie, die Priester und die Könige, who was anointed. Die gesalbt waren. And they were the only one who could hear from God. Und sie waren die einzigen, die von Gott hören konnten. The ordinary people could not. Die gewöhnlichen Leute konnten nicht. So when a prophet came to an ordinary person, wenn also ein Prophet auf einen gewöhnlichen Menschen kam, they better do what he says. Sollten die wirklich besser tun, was der sagte. Because who could else hear? Denn wer sonst konnte denn was von Gott hören? But today, aber heute, we can all hear what God says. Können wir alle hören, was Gott sagt. So the minister of the prophet today, darum ist der Dienst des Propheten heute, is to confirm, zu bestätigen, confirm, bestätigen, what you already know. Das, was du schon weißt. Or to release, oder freizusetzen, a word, ein Wort, that you need to test, das du dann prüfen musst. You need to test it. Du musst es prüfen. And you can test it. Und du kannst es prüfen. And the Holy Spirit can say, und der Heilige Geist kann sagen, it's me. Ja, das ist von mir. When I go to Dagestan, dann fahre ich nach Dagestan. And I meet the man with the mustache. Und treffe Arthur mit dem großen Schnurrbart. No problem. Kein Problem damit. But when I say, aber wenn ich sage, the Holy Spirit speak to me, der Heilige Geist spricht zu mir, the outcome of that, das, was dort hervorkommt, you know, okay, I have to say like this. Ich will so sagen, for me it works like this. Für mich ist das so. There's two levels. Es gibt zwei Ebenen. There's one level, eine Ebene, when the Holy Spirit is confirming things. Dort bestätigt der Heilige Geist Dinge. It's like I experience quite often. Und das ist so etwas, das ich recht häufig erlebe. When I'm out in a battle a lot. Weil ich bin oft unterwegs in einem Kampf. And there's a fight in different places where I work. Und es gibt einen Kampf, der läuft an vielen Orten, wo ich so tätig bin. And sometimes you get very tired. Und manchmal wird man richtig müde. And when I'm tired. Und wenn ich müde bin. Sometimes. Manchmal. I feel somebody coming behind me.
spüre ich, wie jemand hinter mich tritt. Like this. Etwa so. And put a hand on my shoulder. Und eine Hand auf meine Schulter legt. And say, und dann sagt, I'm with you. Ich bin bei dir. I'm with you. Ich bin bei dir. It's just something. I'm with you. Ich bin bei dir. And for me, that's very important. Für mich ist das sehr wichtig. It's the Holy Spirit speaking to me. Ist der Heilige Geist, der zu mir spricht. That is written in the Bible. Es steht auch in der Bibel geschrieben. I'm with you always. Ich bin alle Zeit bei dir. I know. Ich weiß es. But I need to hear that. Aber ich muss es hören. When I'm sick, when I'm attacked, wenn ich krank bin, wenn ich dort angegriffen bin, he can come and say, kann er kommen und sagen, by my stripes you're healed. Durch meine Striemen bist du geheilt. He's whispering things. Er flüstert Dinge. And that happened quite often. Und auch das passiert recht häufig. Not so often, nicht so oft. The Holy Spirit speak with authority. Spricht der Heilige Geist mit Autorität. I mean it's authority still, but with a strong authority. Natürlich ist es immer Autorität, aber jetzt meine ich mit starker Autorität. When he speaks like this, wo er dann etwa so redet. Like I told you, so wie ich vorhin sagte. Go to Casablanca. Fahr nach Casablanca. Friday. Am Freitag. It comes with authority. Dann kommt er mit Autorität. It's not an audible voice. Es ist keine hörbare Stimme. But it's in the spirit. Sondern im Geist. In 1. King 19. In 1. Könige 19. It says when Eli. Da wird Elijah, uns gesagt, wo Elia. He is hiding away from Isabel. Sich vor Isabel verkriecht. And he is hiding in a rock. You remember? Und er versteckt sich da in so einem Felsen. And he's crying out. He thinks he's alone. Und er ruft aus und er denkt, er ist ganz alleine. You know, this can happen to all of us. Und weißt du, auch das kann uns allen passieren. And God says it's 7,000 more. Und Gott sagt, das sind noch 7,000. So you're not alone. Du bist nicht alleine. And then it says. Und dann sagt er, that a storm came. Dass ein Sturm kam. Storm wind came. Ein Wind, ein starker Sturm. And it says God was not in the wind. Und es heißt, Gott war nicht in dem Wind. Thunderstorm came. Dann kam das Gewitter. God was not in the thunder. Gott war nicht in dem Donner. Earthquake came. God was not in Erdbeben. Gott war nicht im Fire Erdbeben. Came. Was not Feuer kam. Gott war nicht im Feuer. But then it says, aber dann heißt es, a small wind. Ein sanfter Wind. A small wind. Ein kleiner Wind. Like a still small voice. Wie eine ruhige, sanfte Stimme. It's a very beautiful expression, man. Das ist ein sehr schöner Ausdruck, den man dort findet. And I always use that. Und ich gebrauche das immer, when I try to describe, wenn ich versuche zu beschreiben, how the Holy Spirit is speaking. Wie der Heilige Geist spricht. Because it's not like big thunder, it's not earthquake, it's not like this. Das ist nicht wie großer Donner, Erdbeben oder etwas derart. It's a still small voice. Es ist eine ruhige, sanfte Stimme. Like a breeze. Wie eine Brise. You can hear it. Du kannst es hören. But you have to listen. Aber du musst schon hinhören. You can hear it. Man kann es hören. But you have to listen. Man muss das Ohr darauf richten. But when he speaks like that, aber wenn er so redet, it is distinct. Dann ist es sehr deutlich. I can tell you another story. Ich kann eine nächste Story erzählen. Is that okay? Okay. Are you bored? Gelangweilt schon? You learned everything by now? Hast du schon alles gelernt? I tell you one story. Erzähl euch eine Story. It's one of those stories that is a little bit. Eine von denen, die ein wenig was sind? Strange. Komisch, so eine merkwürdige. Anyway. Okay. So this is from my life. Das ist wieder was aus meinem Leben. And this is many years ago. Und das ist schon viele Jahre her. And I learned a lot of stuff that I learned only from experience. Und ich habe vieles von dem, was ich gelernt habe, nur durch Erfahrung gelernt. Because I've been living like that, I'm depending on God. Weil ich so gelebt habe, ich war abhängig von Gott. So I'll tell you this story. Ja, damit kann ich diese Geschichte erzählen. In the beginning, middle of 80s. Anfang, middle of the 80s. Mitte der 80er. I was involved in quite a lot of nations in Eastern Europe. Habe ich in ziemlich vielen Ländern Osteuropas gearbeitet. Including Soviet Union. And inklusive everywhere. Der Sowjetunion und dort. And I was a professional smuggler. Und ich war Profi-Schmuggler viele Jahre lang. I was so good in smuggling Bibles. Ich war so gut darin,
Bibeln und christliche Literatur zu schmuggeln. I mean, you wouldn't find a lot of people like that. Man würde nicht viele Leute mit solch einem Können finden. Because I was pretty bold. Weil ich ziemlich tapfer war, mutig, not afraid, hatte keinen Schiss. And I was quite inventive. Und ich hatte auch jede Menge Ideen dazu. We had special made cars. Wir hatten besondere Autos, die wir gemacht hatten. We came like James Bond. Wir kamen wie James Bond und fuhren durch die really, Grenze. We were. Ehrlich, so war's. And the Holy Spirit spoke to me. Und der Heilige Geist sprach dann eines Tages zu mir. Because we were involved in a growing revival work, Christian work in Bulgaria. Weil wir in Bulgarien mit beteiligt waren an einem wachsenden Erweckungswerk. So we had small underground Christian groups all over the nation. Und da waren kleine christliche Gruppen überall im Untergrund dort in dem Land. And we came a weekend, a week, and we were teaching them. Und dann kamen wir zum Beispiel so übers Wochenende, sind da hingefahren, haben da gepredigt. 24 hours. Manchmal sogar den ganzen Tag durch, 24 Stunden. Early morning to late night. Und so von früh morgens bis spät in den Abend hinein. And they were so hungry for God. Wir waren so hungrig nach Gott. And we saw there's a big need of literature. Dann haben wir gesehen, es gibt so eine Riesennot an guter Literatur. Teaching about faith. Wo sie etwas hören über Glauben. About prayer, authority, über Gebet mit Vollmacht und solche Sachen. So I had this idea. Und damit hatte ich diese Idee. We're gonna translate books from an author called Kenneth Hagin. Wir werden Bücher übersetzen von einem Autor mit Namen Kenneth Hagin. I don't know if you ever heard about Kenneth. Keine Ahnung, ob du von dem was gehört hast. Now, I love his books. Jetzt liebe ich seine Bücher. And I really appreciate his und ich teaching. Weiß das wirklich zu schätzen, was er so verfasst hat. Clarifying. Denn es stellt die Sachen so klar dar. So the way we should do that und die Art und Weise, wie wir das jetzt machen sollten, was to smuggle in war, English books. Wir wollten englische Bücher reinschmuggeln and we had a translator in the land. Und hatten im Land einen Übersetzer. And then we should publish it in an underground publishing press. Und dann sollte das gedruckt werden bei einem Verlag im Untergrund, die einen Druck. Of course, everything very illegal. Und natürlich alles total verboten. And we liked that. Und das fanden wir gut, das mochten wir. Because we believe that every person had the right to hear the word. Weil wir glauben, jeder Mensch hat das Recht, Gottes Wort zu hören. And because I was a professional smuggler. Und weil ich ja nun mal Profischmuggler war. I had to smuggle some books, no problem. Habe ich gesagt, ein paar Bücher darüber zu bringen, kein Thema. So I packed a bag. Also habe ich die Tasche gepackt. And filled with this English Hagin books. Und gefüllt mit englischen Hagin-Titeln. And we flew down to Bulgaria. Und sind runtergeflogen nach Bulgarien. And normally, und ganz normal. There were angels. There were different things. Da waren Engel. Da waren and unterschiedliche Sachen. Everyone helped us through. Und jeder hat uns da so durchgeholfen. But this time. Aber beim diesem Mal. They stopped us. Haben sie uns gestoppt. The stupid custom policeman. Dieser ja dumme Zollbeamte dort. And he took my bag und er nahm meine Tasche and looked at the books und guckte die Bücher an. Said, Christian literature. Er sagte, christliche Literatur. Said, yes, of course. Ich sagte, ja, selbstverständlich. I'm a Christian. Ich bin Christ. I'm on holiday. Ich bin hier im Urlaub. You have many books. Du hast viele Bücher. I said, I would read a lot. Sagte er, oh, ich lese auch viel. He didn't believe me. Der hat mir nicht geglaubt. So he took all my books. Dann hat er alle meine Bücher an sich genommen. I said, you don't steal from ich sagte, von mir glaubt man nicht. He said, if you don't shut up, er sagte, wenn du dich die Klappe hältst, I put you in prison. Schmeiß ich dich hier ins Gefängnis. You're still a thief. Du bist dennoch ein Dieb. But he let me through. Aber er hat mich durchgelassen. And I had a friend with me. Und ich hatte einen Freund dabei. And he took all our books. This police took all our books. Und dieser Polizist nahm alle unsere Bücher an sich. So frustrated. Und ich war so gefrustet. We came very late. Wir waren spät abends dort angekommen. Bei dem Hotel, wo wir da ja wohnten. It was by the Black Sea. Und das war am Schwarzen Meer. And I said to my friend. Und ich habe zu meinem Freund gesagt. The devil tried to stop us. Der Teufel versucht uns zu stoppen. We need to fight the devil. Wir müssen gegen den Teufel jetzt kämpfen. So we walk out on the beach. Also sind wir rausgegangen auf den Strand zum I Strand. Never forget. I put my swimming das werde ich vergessen, ich habe die Badehose angezogen. And I walk straight out in the middle of the night. Geradewegs mitten in der Nacht sind wir raus. Out in the Black Sea. Rein ins Schwarze Meer. And I lift my hands. Und ich habe meine Hände gehoben. And I shout to the devil. Und ich habe zum Teufel gebrüllt. You stupid devil. Du dummer Teufel. You have no right to steal it. Du hast kein Recht zu stehlen. I command you. Ich gebiete dir. Give those books back to us. Gib diese Bücher zurück. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. And I felt good. Und habe mich gut gefühlt. And I walk up on the beach. Und dann bin ich zurück an den Strand. And when I'm maybe 20 meter up on the beach. Also dann so etwa 20 Minuten jetzt wieder auf Sand war am Strand. I hear God speak. Höre ich, wie Gott redet.
very clear. Ganz klar. And he says like this. Und er sagt: Tomorrow morning, morgen früh, you leave this hotel. Verlasst ihr dieses Hotel. Go to Istanbul. Fahrt nach Istanbul. I look at my friend. Ich guck rüber zu meinem Freund. Did you hear that? Hast du das gehört? He said yes. Er sagte ja. We are going to Istanbul. Wir fahren nach Istanbul. He heard the same thing. Der hatte dasselbe gehört. So what we do? Also was werden wir tun? We go to Istanbul. Fahren nach Istanbul. So we stayed there a few hours in the hotel. Dann sind wir also noch ein paar Stunden in dem Hotel geblieben. We had paid for 1 week. Wir hatten eine Woche bezahlt. And we went to Istanbul. Und sind dann nach Istanbul gefahren. We took a bus. Haben den Bus genommen. Hitchhiked. Und sind ein bisschen getrampt. Walked. Auch ein wenig gegangen. After 12 hours. Nach 12 Stunden. We came to Istanbul. Kamen wir nach Istanbul. Where to go there? Und warum? Was sollten wir da? Istanbul is a big city. Wo sollen wir denn dahin? Istanbul ist eine Riesenstadt. So we checked in late at night in a hotel. Also haben wir spät abends eingecheckt in einem Hotel. Couldn't sleep. Konnten nicht schlafen. Wake up in the morning. Sind morgens aufgewacht. And the Holy Spirit says. Und der Heilige Geist sagte. Again. Wieder. Get out of here. Ihr müsst hier raus. Go to another hotel. Ihr müsst in ein anderes Hotel. I look at my friend. Ich habe zu meinem Freund geguckt. What do you think we should do? Was denkst du, was sollten wir machen? He said, I think God just said, er sagte, ich glaube, Gott hat gerade gesprochen. We should get out of here. Wir müssen hier raus. And go to another hotel. Müssen ein anderes Hotel finden. I said, this is a bit scary. Ich sagte, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, you hear the same thing as I. Du hörst ja dieselben Sachen wie ich. So we went out. Und dann sind wir also raus. We took a taxi. Haben ein Taxi genommen. You got tens of thousands of taxi cars in Istanbul. In Istanbul gibt es zehntausende Taxis. And you have thousands of hotels. Und tausende Hotels. So we said to this taxi driver. Und dann haben wir also zum Taxifahrer gesagt. Take us to a hotel. Fahr uns zu einem Hotel. He looked at us. Und der hat uns angeschaut. What hotel? Was für eins? I said, I don't know. Er sagt, keine Ahnung. Something not like this. Irgendwas anders als das hier. So he drove maybe 15 minutes. Und dann ist er vielleicht eine Viertelstunde gefahren. Stopped outside the hotel. Und blieb stehen vor außerhalb eines Hotels. Nice one. Ein schönes Hotel. At least 3 star. Mindestens 3 Sterne. The other one was half star. Das andere hatte einen halben Stern. So I said to my friend, dann habe ich zu meinem Freund gesagt, I'm sure this is it. Ich bin sicher, das muss es sein. So we walk in. Also sind wir hineingegangen. I'm getting ready to check in. Und ich bin ja, dabei, gerade einzuchecken. And God speaks to me. Da redet Gott. This is the wrong hotel. Er sagt, das ist das falsche Hotel. I looked at my friend. Ich habe zu meinem Freund geguckt. And he said, und er sagte, it's the wrong hotel. Das ist das falsche Hotel. Let's take the same taxi. Komm, wir nehmen nochmal dasselbe Taxi. So we ran out, also sind wir rausgelaufen. Go into the same taxi, sind in dasselbe Taxi eingestiegen. And we say, it's the wrong hotel. Wir haben gesagt, das ist das falsche Hotel. He said, Mama mia. Er sagte, Mama mia. What hotel you want? Was für ein Hotel wollt ihr? I said, I don't know. Ich sagte, keine Ahnung. Another hotel. Ein anderes. Take us there. Fahr uns dahin. And he took us, und er nahm uns mit, on the other side, auf die andere Seite, on the Asiatic side, auf die asiatische Seite of Istanbul. Von Istanbul. Took us to hotel. Hat uns zu dem Hotel gebracht. Looked dirty. Und es sah dreckig aus. I said to my friend, I hope it's not here. Ich habe zu meinem Freund gesagt, ich hoffe, es ist nicht dieses Ding. So we walk in. Und dann sind wir da hineingegangen. And by now, before I go to the lobby, und jetzt, ehe ich da in die Lobby da erst gehe, I stand like this. Stehe ich da also so. And the Holy Spirit says, und der Heilige Geist sagt, this is the right one. Dies ist das Richtige. I look at my friend, ich gucke hinüber zu meinem Freund. And he said, it's the right er sagt, es ist das richtige Hotel. So we check in. Also checken wir ein. What to do here? Was machen wir jetzt hier? We are in a dirty hotel. Wir sind in einem schmutzigen Hotel. We don't have a clue what we are going to do. Haben nicht einen Schimmer, was wir hier wollen. I have one telephone number. Und ich habe eine Telefonnummer. Of an old Christian. Von einem alten Christen. So I said to my friend, I call also habe ich zu meinem Freund gesagt, den rufe ich an. So I call him. Also habe ich den angerufen. And we decided he will go and visit us. Und wir haben dann entschieden, der würde zu uns kommen und uns besuchen. So in the afternoon, und am Nachmittag he came to us. Kam der zu uns. We were sitting talking in the lobby. Und wir saßen also dann gemeinsam in der Lobby. Interesting. Und es war interessant. But nothing extraordinary. Aber es war nichts Außergewöhnliches. We're sitting there. Also haben wir da gesessen. And then suddenly, und dann plötzlich somebody come behind me. Kam jemand von hinten an mich heran. Sorry. It's your Bible. That was the reason why you did say sorry. Sorry, he came behind me. Er trat also von hinten an mich heran. And he put a hand on my shoulder. Und er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. I look up. Und ich habe mich umgedreht, hochgeschaut. And there's a guy with a big mustache. Und da steht einer mit riesigem Schnurrbart. Like many others. So wie viele andere dort auch haben in Istanbul.
And he looks at me. Und er schaut mich an. And he said, I need to talk to him. Er sagt, ich muss mit dir sprechen. I said, I'm talking with this man. Er sagt, ich rede hier gerade mit dem Mann. But he doesn't give up. Aber er gibt nicht auf. He said, I must talk to you. Er sagt, ich muss mit dir sprechen. I said, what's the problem? Er sagt, wo ist das Problem? He said to me, er sagte zu mir, you are Christian, huh? Ihr seid Christen, oder? Jesus believers. Jesus Gläubige? I said, yes. Ich sagte, ja. I am too, he said. Er sagte, das bin ich auch. I looked at him. Ich habe ihn angesehen. Really? Bist du sicher? And he said, er sagte, I'm from Teheran. Ich komme aus Teheran. In Iran. Im Iran. I thought to myself. Und ich habe gedacht, Jesus believer from Teheran. Ein Jesus Gläubiger aus Teheran. Okay. Na gut. And he said, I must talk to er sagte, ich muss mit dir sprechen. Can I sit down? Darf ich mich setzen? Okay. Okay. And then he started telling his story. Und dann fing er an, seine Story zu erzählen. Don't fall asleep. Schlaf jetzt nicht ein. This is a good story. Das hier ist eine gute Story. A real good story. Eine richtig gute Story. He said to me like this. Er hat mir gesagt, one year and 3 months ago, vor einem Jahr und 3 Monaten, I met an American man in Teheran. Traf ich einen Amerikaner in Teheran. He led me to the Lord. Der hat mich zum Herrn geführt. He discipled me. Er hat mich gejüngert. Sagt man so, oder nicht? Hört sich komisch an, ne? Aber sagt man so. Was? Er vereimert mich. 3 months and 2 weeks ago. Und dann vor 3 Monaten und 2 Wochen. This man. Dieser Mann. Had led me to the baptism of the Holy Spirit. Hatte mich zur Taufe im Heiligen Geist geführt. But one day. Und dann eines Tages. He contacted me. Hatte mich kontaktiert. And he said, I need to get away from Iran. Und er sagte, ich muss Teheran verlassen. Because of the political situation. Wegen der politischen Situation. So I have to leave. Ich muss weg. But there's something I want to give to you. Aber hier ist noch was, das ich dir geben will. And he gave me a bag. Und er gab mir eine Tasche. Full of books. Voll mit Büchern. He said, this is English books. Und er sagte, das sind englische Bücher. I want you to have them. Ich will, dass du die hast. It's very good teaching. Das ist sehr gute Lehre. So please take them. Bitte nimm die. So I took them. Also nahm ich die. And I waited. Und ich habe gewartet. Another week. Noch eine Woche. And then I hear God speak. Und dann höre ich, wie Gott spricht. He said, und er sagte, you must leave. Du musst hier weg. Iran. Du musst aus dem Iran heraus. You must go to Turkey. Du musst in die Türkei. And the only way for us to go to Turkey. Und der einzige Weg, dass wir in die Türkei reisen, is to walk through the mountain. Ist durch die Berge zu marschieren. It costs some money and when you get somebody to help you to walk, it takes 24 hours. Es kostet etwas Geld und dann kriegst du jemanden, der hilft dir, den rechten Weg zu finden. Man braucht 24 Stunden. And you cannot bring anything with you. Und du kannst nichts mitbringen. Just darfst a few clothes mit haben, dabei haben. Have. Nur etwas Kleidung, das, was man so genau an sich hat. So I know I had to go. Also wusste ich, ich muss dahin. So I packed a little thing. Also habe ich eine kleine Sache eingepackt. I contacted a smuggler. Ich habe einen Schmuggler kontaktiert. That could help me over the border. So einen Schlepper, der mich da über die Grenze bringen and konnte. I was just getting ready. Und dann machte ich mich gerade bereit. To leave. Wollte los. And God speaks to me. Da redet Gott. And he said to me like und er sagt zu mir, don't forget the bag. Die Tasche darfst du nicht vergessen. The bag? Die Tasche? Yeah, the bag with books. Ja, die Tasche mit den Büchern. That the American gave to you. Die der Amerikaner dir gegeben hat. You need to bring it with you. Die musst du mitnehmen. I said to God, und ich sagte zu Gott, I cannot take this bag. Gott, ich kann die Tasche nicht mitnehmen. It's too much. Das ist viel zu viel. He said, you must take. Er sagte, die musst du mitnehmen. So I took this bag. Also nahm ich die Tasche. And I succeeded to come over. Und ich habe es geschafft, hinüberzukommen. I came to this hotel. Ich kam in dieses Hotel. I've been waiting here for 3 months. Und jetzt warte ich hier 3 Monate schon. Day and night, day and night. Tag und Nacht, Tag und Nacht. I'm waiting to get asylum to America. Ich warte darauf, Asyl zu kriegen, dass ich nach Amerika kann. But it seems like I never get away from. Aber es scheint so, als komme ich hier nie weg. This morning. Heute Morgen. God speak to me. Sprach Gott zu mir. And he said like this. Und er sagte. This late afternoon. Heute am späten Nachmittag there will be 2 werden da 2 persons from the West. Personen aus dem Westen sein. They will be sitting in the lobby. Die werden in der Lobby sitzen. You must contact them. Die musst du kontaktieren. And I want you to give them the bag. Und ich will, dass du denen die Tasche gibst. I listened to this story. Ich habe mir die Story angehört. I'm looking at my friend. Und ich habe meinen Freund angeschaut. This is strange. Ich habe gedacht, das ist komisch. This is like a movie. Das ist ja wie im Film. What's happening here? Was ist hier los? So I said, also habe ich gesagt, can you show us the bag? Kannst du uns die Tasche zeigen? He takes us up to his room. Und er hat uns in sein Zimmer geführt. And listen to this. Und jetzt hört ihr das an. He opened up the bag. Er hat die Tasche geöffnet. He
It's the same book. Das sind dieselben Bücher. The same title. Dieselben Titel. The same title. Dieselben Titel. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Exactly the same title. Genau dieselben Titel. I'm sitting down. Und ich setze mich hin. I'm looking at it. Und ich gucke mir das an. And I'm thinking. Und ich denke. 1 year and 3 months and 2 weeks ago. 1 Jahr, 3 Monate und dann noch vor 2 Wochen. This thing started. Da hat das hier begonnen. We came here yesterday. Wir sind hier gestern angekommen. How does this work? Wie funktioniert das? The books were already here, die Bücher waren schon da, when we lost them in the border. Als wir sie an der Grenze verloren hatten. How does this work? Wie funktioniert das denn? I said, please give us the books. Ich sagte, bitte gib uns die Bücher. We took the books, wir nahmen die Bücher and we took off directly to Bulgarian. Und wir sind sofort abgehauen Richtung Bulgarien. I put the books, ich habe die Bücher genommen in a see-through bag, in eine durchsichtige Tüte, eine transparente Tüte, because I thought to myself, weil ich gedacht habe, I'm gonna give the devil a blow in his head. Der Teufel kriegt jetzt mal so richtig eingeknallt. So I walked through the border, ich bin also durch die Grenze marschiert, and it was written in the name of Jesus, und es stand dort im Namen Jesu, the authority of the believer, die Autorität des Gläubigen, and I walked through, und ich bin da durchgegangen. I said, hello. Ich sagte hallo. And what they said to me, und was die mir sagten, the Bulgarian border, die bulgarische Grenze, welcome to Bulgaria. Willkommen in Bulgarien. And what happened, und was geschah, was exactly what was the plan. War genau unser Plan. It was translated, es wurde übersetzt, was published, verlegt, distributed, vertrieben, all over the nation, ins ganze Land. Some years later, einige Jahre später, when the wall came down, als die Mauer einkrachte, wie auch immer, already, gab es schon, in place, waren die Bücher schon da. Groups all over the nation, es waren sogar Gruppen überall im Land, that were ready, die bereit waren, to start up churches. Gemeinden zu starten. And very quickly, und ganz schnell, a lot of things happen in Bulgaria, geschahen so viele Sachen in Bulgarien. And a lot of those things comes back to the teaching that came in that year. Ganz vieles hat einfach zu tun mit der Lehre, die in jenen Jahren dort hinüberkam. I told you it was a boring story. Habt ihr erzählt, es wird eine langweilige Geschichte. So I see some of you are bored now. Ich kann sehen, wie einige von euch echt gelangweilt sind jetzt. So what I learned from that, und was ich davon gelernt habe, is that there are no limits, ist, dass es keine Grenze gibt, what God can do, für das, was Gott tun kann. God is not limited to our timetable. Gott ist nicht begrenzt auf unseren Zeitplan. Also, der Zeitplan, den der Heilige Geist hat, der geht anders. So, damit it's quite exciting. Es ist ziemlich begeisternd. You hear the voice of the Spirit. Du hörst die Stimme des Geistes. The Spirit is speaking in your spirit. Der Geist redet hinein in deinen Geist. It takes practice. Das braucht Übung. And he will allow you. Und er wird gestatten. You will know if it's true or not. Und du wirst auch merken, ob es stimmt oder nicht. If it's not God, wenn es nicht Gott ist, you will find out. Das findest du schon heraus. But I learned this. Aber ich habe dies gelernt. It's no problem. Es ist gar kein Problem, to make mistakes. Fehler zu machen. No problem. Kein Problem. You see, siehst du? The biggest problem today, das größte Problem heute, is that people don't care. Ist, dass den Leuten alles egal ist. Or when they hear, oder wenn sie hören, they don't receive it. Dass sie das nicht für sich nehmen. So nothing happens. Und dann passiert nichts. That's the biggest problem. Das ist das größte Problem. I rather have, ich habe lieber 20 attempts, 20 Versuche and 5 succeeded, und 5 Erfolge dabei, than nothing in my life, als gar nichts im Leben. Now this is very important. Und das ist richtig wichtig. So I gave you 2 points now. Jetzt habe ich euch 2 Punkte gegeben. What was those points? Was waren das für Punkte? The word, das Wort, and the still small voice, und die ruhige, sanfte Stimme. Now this you can live many years for. Und damit kannst du viele Jahre leben und da kannst du weit mitgehen. It's a good beginning. Das ist ein guter Start. I said it's a good beginning. Sagte, das ist ein guter Anfang. So I don't think I will teach anymore now. Glaube nicht, dass ich jetzt weiter hier lehren sollte. You look tired. Ihr seht auch müde aus. I'm a little tired. Ich bin ein wenig müde. But I think we will pray. Aber ich denke, wir werden beten. And I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. But I always have this hunger. Aber ich habe immer diesen Hunger. For more. Nach mehr.
I want to have more in my life. Ich will mehr haben in meinem Leben. I want to have more adventures. I möchte want to have challenges. Mehr Abenteuer, mehr Herausforderungen. You know, I'm still a very young man. Ich bin noch immer ein ganz junger Mann. And when I die, wenn ich sterbe, many years from now, in ganz vielen Jahren, I want to know, will ich wissen, that I done everything I can, dass ich alles getan habe, was ich kann, to do what he have told me to do. Um das auszurichten, was er mir aufgetragen hat. That's my passion. Das ist meine Leidenschaft. I want to see harvest and fruit, more. Ich will Ernte und Frucht sehen. So, maybe you are here, vielleicht bist du hier and you never heard the voice of God. Und hast Gottes Stimme noch nie gehört. You're in perfect situation. Dann bist du in der perfekten Situation. You start now. Du fängst genau jetzt an. Let's stand up. Steht ihr auf? Bitte. This is a very slow train coming. Take some water, is that water? Yeah, take the right one. Mine is still up. So what we'll do, was wir tun werden, we just pray right now. Wir beten jetzt. You don't need to repeat the prayer after me. Du brauchst das Gebet mir nicht nachsprechen. Because it would be like, you know, parrots. Denn das ist mehr wie Papagei dann. I want you to create your own words. Ich will gerne, dass du eigene Worte formst. But you pray similar things that I pray. Aber du kannst ähnlich beten zu dem, was ich jetzt bete. Jesus. Jesus. I thank you. Ich danke dir. That you are a shepherd. Dass du unser Hirte bist. We hear your voice. Und wir hören deine Stimme. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. That you are a teacher. Dass du unser Lehrer bist. You speak to us. Du sprichst zu uns. We can hear you. Und wir können dich hören. Right now, und genau jetzt we bow down before you. Beugen wir uns vor dir. We say to you, wir sagen zu dir, teach us, lehre uns, help us, hilf uns, to hear your voice, deine Stimme zu hören. Make us sensitive. Mach uns sensibel. We put aside things in our lives, wir legen die Dinge in unserem Leben beiseite, that are just rubbish, die nur Müll sind, that are nonsense, die Unsinn sind. Right now we want to focus on you. Genau jetzt wollen wir den Blick fest auf dich we halten. Don't focus on ourselves. Wir werden nicht auf uns fokussieren, we want to focus on you, sondern auf dich. We say, speak to us. Und wir sagen, sprich du zu uns. Anoint our eyes, our ears. Salbe unsere Augen und Ohren, so that we hear, damit wir hören and we understand und verstehen, what you are saying, was du sagst to us today, heute zu uns. Help us, teach us the art, hilf uns und lehre du uns die Kunst, to hear the voice of the Spirit, die Stimme des Geistes zu hören. I thank you for that. Und ich danke dir dafür. Give us the passion. Gib uns die Leidenschaft for your word. Nach deinem Wort. Next time we open the book, beim nächsten Mal, wenn wir das Buch aufmachen, help us to understand, hilf uns zu verstehen. Reveal to us, offenbare uns, that you are in the book, dass du im Buch bist. You speak to us, sprich du zu uns today, heute about everything, über alles concerning our lives, in Bezug auf unser Leben. I pray for that in und the name ich bete of Jesus. Darum in Jesu Namen. I thank you for und ich danke dir dafür. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. In the name of Jesus. In dem Namen von Jesus. Amen. Amen.